Ich habe schon wirklich vieles erlebt, aber das, was Action diese Woche getan hat, ich verkraft das nicht. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle eine wunderschöne Woche gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen aufmuntern kann. Ich war kurz vor der Hochzeit noch bei Action und habe ein paar Sachen gekauft und habe die auch schon bei Insta und TikTok gezeigt. Aber ich dachte mir, wir müssen noch mal ein Video dazu machen, weil ich, also als ich das erste Mal probiert habe, dachte ich mir, wow. Beim zweiten Mal dachte ich mir, wie kann das sein? Und beim jetzt hoffentlich dritten Mal dachte ich mir, habt ihr vielleicht auch dran Interesse? Ich hoffe, es geht euch gut. Die Woche ist super, super schnell an mir vorbeigezogen. Aber ich habe mich tierisch gefreut, die Produkte zu testen. Ich hatte so ein bisschen Sorge, vor der Hochzeit die Produkte zu benutzen, weil ich einfach nicht weiß, ob ich das vertrage. Deswegen habe ich mich so ein bisschen habe ich ein bisschen gehofft, dass ich das ein bisschen verschieben kann. Aber wir haben eine BB-Cream von Action. Wir haben das krasseste, ich muss es an dieser Stelle sagen, einfach wirklich ein 1 zu 1 alternativen Produkt von Action und viele weitere Produkte und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Eine Sache, die ich an dieser Stelle einmal kurz sagen möchte, bei Action ist es so, dass nicht jede Filiale immer alles bekommt. Manchmal muss man in verschiedene Filialen fahren. Ich mache das auch. Wir haben mittlerweile einige bei uns im Umkreis, dass ich in zwei, drei verschiedene Filialen fahren kann. Ich würde mir wünschen, dass Action vielleicht einen Online-Shop hat mit so ein paar Produkten, weil ich habe schon die Vermutung, dass sie wissen, welche Produkte sehr, sehr gut, vor allen Dingen im Make-up-Bereich mittlerweile laufen, weil ich sehe sehr, sehr viele Videos auf den Social Media Kanälen zu Action Produkten, aber erstmal dieses Produkt hier. Das ist der Glow Primer. Das Packaging von Max & More ist immer sehr, sehr reduziert. Ne? Das muss man schon sagen. Da erwarte ich jetzt nicht viel. Der ist ganz spannend. Kommt in so einer Quetschtube und ich drücke ihn mir einmal raus und er sieht so ein bisschen aus wie der Angel Aura Primer von NABLA. Den kennt ihr. Das ist einer meiner liebsten Primer gewesen. Er fühlt sich eigentlich genauso an. Er ist ganz leicht wässrig, so ein bisschen gelig, hinterlässt auf der Haut aber wirklich ein 1 zu 1 genau dasselbe Finish auf der Haut. Diesen leichten reflektierenden Schein, wenn meine Rötungen weg sind. Oh, ich habe ganz vergessen, meine Augenringe schon abzudecken. Dann diese Feuchtigkeitsversorgung unter der Haut. Er ist nicht parfümiert. Wir haben Hyaluronsäure, wir haben Hagebutte mit drin. Ich habe den von NABLA schon lange nicht mehr benutzt. Und jetzt, wo ich diesen hier sehe, dachte ich mir, eigentlich müsste ich den mal wieder ausprobieren. Ich finde den eher so ein bisschen als Hybridprodukt zwischen so einem dicken Serum und vielleicht einem Primer. Er wird jetzt nicht unbedingt besonders klebrig. Er hinterlässt einfach nur so einen richtig, richtig schönen Glow auf der Haut. Sehr gleichmäßig ist. Also der hat keine groben Glitzerpartikel mit drin. Ich kann zumindest keine erkennen. Es sieht eher aus, als hättet ihr sehr viel Feuchtigkeit eurer Haut zugefügt. Gefällt mir ganz, ganz, ganz besonders gut. Ich war ehrlich gesagt nicht so ein großer Fan von den Primern von Action. Muss ich dazu sagen, ist einfach nicht so das gewesen, wo ich sage, boah, yes. Aber ich finde den wirklich wahnsinnig schön. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ist das hier. Das ist die Glow Lotion. Und ich dachte mir, dass das vielleicht eine Alternative zu der Glotion von L'Oréal sein könnte, weil es auch vom Packaging her ähnlich ist. So, ich habe alle drei Farben gekauft. Wir haben einmal Deep Glow, wir haben einmal Rose Glow und Medium Glow. Und ich habe geswatcht und habe mit Light Glow angefangen. Ich zeige euch das einmal kurz. Und war so ein bisschen überrascht, weil ich damit ehrlich gesagt nicht gerechnet habe. Es sah schon so aus, als wäre das irgendwie wie so eine Foundation. Rose Glow hat recht viel Schimmer mit dabei. Dann bin ich zu Medium Glow gegangen. Und bei Medium Glow ist mir alles aus den Augen gefallen. Man hat es, glaube ich, in dem Video gesehen. Das ist nicht das, was ich erwartet habe. Ich dachte, es ist ein Liquid Highlighter wie so ein Primer. Und dann bin ich aber zu Deep Glow gekommen und war komplett verwirrt. Deep Glow, würde ich sagen, ist eher von der Textur her und vom Finish her ein Bronzing Drop Produkt, also um die Haut so ein bisschen sonnengeküsster zu machen. Das ist eine ganz andere Textur als diese beiden. Jemand hatte geschrieben, ja, es ist einfach für eine andere Hautfarbe bestimmt. Habe ich auch gedacht. Ist es, also klar, kannst du es natürlich auch mit einer anderen Hautfarbe benutzen, aber das ist vom Effekt her was komplett anderes. Und ich zeige euch jetzt, was diese beiden Dinger sind. Ich habe nämlich dann einfach Medium Glow und dachte mir, ich probiere das mal als Foundation aus. Wir gehen jetzt hier einmal rüber und tragen das Produkt auf. Und dann werdet ihr sehen, wie verwirrt ich war, weil ich gedacht habe, es ist ein Liquid Highlight. Das ist eigentlich der Hollywood Flawless Filter in einer Quetschtube mit mehr Deckkraft. Das ist wie der Catrice Soft Glam Fluid Filter mit weniger groben Glitzerpartikeln. Das ist von der Textur her fast,
und vom Finish her wie die Mesauda Foundation. Ich stempel mir das auf. Ich mache jetzt erstmal hier die halbe Seite. Es ist eine recht gelige Textur, die gleich so ein bisschen einzieht. Ich arbeite sie auch gleich mit einem Schwamm ein. Schaut euch das an. Sehr glowy. Natürlich ist es glowy. Ja, gut, das überrascht uns jetzt, glaube ich, nicht mehr. Aber diese Deckkraft, dieses Finish auf der Haut, ich habe damit einfach nicht gerechnet. Ich dachte wirklich, es ist so ein Liquid Bronzer. Hier, so wie das, den kann ich nämlich gleich als Bronzer benutzen bei mir. Die Deckkraft ist gut. Ihr könnt euch da sogar ein kleines bisschen Concealer mit reinmachen. Dann habt ihr noch ein bisschen mehr Deckkraft. Aber ich muss euch anhalten. Ich arbeite jetzt nochmal mit dem Schwamm hier rüber. Und dann kann ich das richtig gut in die Haut einarbeiten. Und jetzt sieht die Haut aus, also natürlich glowy, ganz klar. Aber hier ist sie auch glowy. Aber so ausgeglichen. Die sieht so wet aus. Das ist, ich habe es früher ganz oft und gerne damit verglichen. Das ist wie diese Foundations, die Fotografen und Make-up-Artists benutzen für Fotoshoots, wo die Haut ausgeglichen wird, aber nicht so zugespachtelt wird. Denn wenn du zu viele Pigmente auf der Haut hast, dann sieht die Textur der Haut einfach nicht mehr gut aus. Und jetzt schaut euch bitte einmal diesen Vergleich an. Hier sehe ich aus, wie ich halt aussehe, wie ein Mensch. Hier sehe ich aus wie ein Supermodel. Hier sehe ich aus wie Gigi Hadid, Bella Hadid, Eva Evangelista. Die Haut sieht einfach so ausgeglichen aus, ohne, und das ist so krass, weil ich einfach, ihr merkt, ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte mir, naja gut, wir hatten schon so, so viele Flops an Make-up bei Action. Das kann ja nicht sein. Das sind Volltreffer. Für viele wird das jetzt zu glowy sein. Gebe ich euch recht, ganz klar. Ich zeige euch, wie wir daraus einfach das schönste Make-up machen. Ich habe dieses Produkt vor der Hochzeit gesehen und dachte mir, boah, das möchte ich an meiner Hochzeit tragen. Ich habe mich aber nicht getraut, weil ich einfach nicht wusste, wie ist die Haltbarkeit, ist das Wetter gut. Ich habe mich dann auch natürlich dagegen entschieden. Aber die Haut sieht einfach so juicy aus. So juicy, 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 juicy. Für viele wird es jetzt zu glowy sein. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal mit ein bisschen Concealer hier lang. Und arbeite auch ein bisschen grobflächiger damit. Ich habe jetzt hier den House Labs Concealer. Der ist okay. Ist jetzt nicht mein liebster Concealer. Und damit arbeite ich an den Stellen, die ich nicht unbedingt glänzend haben möchte. Das ist auf der Stirn, auf der Nase, um die Augen herum. Einfach, dass das nicht zu viel wird. Und lass das Ganze einmal kurz antrocknen. Somit kriege ich einfach noch ein bisschen mehr Deckkraft raus. Als Kontur, wie immer eigentlich, hier mein Kiko-Stick. Den blende ich erstmal hier aus. Deswegen, ich probiere das auch immer. Das funktioniert bei mir im Moment eigentlich ganz gut. Wenn ich die Produkte gleichzeitig auftrage, dann sind die Blends auch ein bisschen einfacher. Erstmal hier so ein bisschen rüber, hier an die Schläfe. Und jetzt haben wir gleich einen so wunderschönen Make-up-Look. Damit habe ich halt nicht gerechnet. Wisst ihr, Max and More, das ist ja wirklich, ich will nicht sagen billig, weil billig klingt immer abwertend. Das ist einfach sehr für viele, auch da will ich nicht verallgemeinern. Es ist für viele sehr erschwinglich und sie haben einfach mittlerweile so einen krassen Sprung gemacht. Also seit den letzten Adventskalendern, die sie rausgebracht haben, dachte ich mir, das ist krass. Das ist wirklich krass. Das ist sogar vegan. Und darauf achten die meisten sehr billigen, günstigen Firmen nicht unbedingt. Und jetzt blende ich mit dem Konturpinsel einfach nochmal alles so ein bisschen ordentlicher aus. Und habe eine super Full-Coverage-Version des Hollywood Flawless Filters. Glänzend. Und wir mattieren es gleich. Aber die Haut ist einfach so super, super frisch. Ihr wisst es, ich liebe Sad Beige Blushes. Und ich habe das hier gefunden. Die Nudes Lipstick Collection. Es gab die auch schon mal in den Reds. Jetzt gibt es die als Nude-Version mit 6 verschiedenen Farben. Und die sehen alle sehr, sehr schön aus. Ich suche ja so den perfekten Sad Beige Blush. Ich bin jetzt mal die Farbe Klischee. Der ist sehr beige. Die Farbe hat mich gerade so angemacht. Never Nude. Ist schon fast bräunlich. Sehr dunkel. Die sind sehr, sehr gut für 2,90 €. Ne? Kannst du halt jetzt nichts erwarten. Was ist das? Die haben sich so viel über meinen Spruch gefreut. Ich habe nämlich gesagt, ich habe nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. Ich gehe jetzt hier einfach mal rein und nutze das so ein bisschen als Bronzer und Blush. Es ist sehr, sehr früh heute, deswegen ist mein Gesicht auch noch so ein bisschen puffy. Hat mir neulich jemand einen ganz fiesen Kommentar geschrieben zu. Mein Gott, du süße Maus, es ist 6 Uhr. Was glaubst du, wie sehen wir alle morgens um 6 Uhr aus? Es ist ein sehr schöner Ton, geht so ein bisschen in diese Sonnenbrandrichtung. Oh ja, also diese Lippenstifte, die mag ich gerne von Max & More. Gerade so als Blushes sind die schon süß, ne? Und diese beigen Töne, Boyfriend Blush heißt es ja mittlerweile auch. Kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht schön ist. Und dann nehme ich einfach einen großen Pinsel,
gehe hier rüber und habe ein wunderschönes Ergebnis. Es hält gut, es sieht gut aus. Ich habe keine Probleme mit meiner Haut dafür bekommen. Das ist natürlich super persönlich, ne? Also habe ich persönlich keine Probleme mitbekommen. Nice, ein bisschen Bronzer. Kann man ein bisschen gröber gehen. Ich bin jetzt doch sehr blass. Der Concealer ist ein bisschen hell gewesen. Und wir haben eine wunderschöne Base von Action. Ich will jetzt aber doch nochmal einen Lippenstift benutzen, weil der mir so gut gefallen hat. Da fehlt ein Lip Liner. Die riechen halt nicht besonders gut, ne? Also die riechen halt einfach wie Rohstoffe ohne Parfum. Weil wenn sie noch Parfum mit dazu gegeben hätten, dann wäre es, glaube ich, ein bisschen viel geworden. Das gefällt mir jetzt nicht. Ich sehe ein bisschen krank aus. Mit dem Lip Liner, glaube ich, besser. Aber wir haben da natürlich viele verschiedene Farben bei. Ich glaube, dazu mache ich nochmal ein separates, kurzes Video, ein Short oder so. Aber diese Base ist einfach eine 10 von 10. Ganz, 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 ganz tolles Produkt. Es hält gut. Ihr könnt natürlich immer mal wieder mit ein bisschen Puder rübergehen, wenn es vielleicht doch mal ein bisschen ölig geworden sein sollte. Aber im Allgemeinen ist das wunderschön. Im Allgemeinen ist das wirklich ganz, ganz toll. Ich bin sehr gespannt, wie es euch gefällt. Vielen Dank, ihr süßen Mäuse. Probiert die Sachen gerne mal aus. Schaut mal bei Action. Vielleicht habt ihr ja auch noch das ein oder andere weitere Schätzchen gefunden. Dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Habt ein schönes Wochenende. Ach so, sehen wir uns Sonntag zu meinem Hochzeitsvideo-Vlog vielleicht?